Uhr von Caravan de la Cruz. Querido Colonosiero de Caravana de la Cruz. Liebe Pilger aus Obertshausen und den ja, eingemeindeten Pfarreien. Querido Peregrino de Oberhausen y todos los que nos acompañan. Ja, ein weiterer Höhepunkt heute, das tut gut, die Ruhe, die Stille hier in Caraspara. Otra atracción más, vamos a poder vivir hoy, sobre todo aquí en el silencio de Caraspara. Es erinnert, wer schon mal in Lourdes war, an Lourdes. Da ist auch nicht nur die Stille, es sind ja schon viel mehr Menschen, aber es ist hier mehr Stille in Caraspara. Nos recuerda a todo el que haya visitado Lourdes, nos recuerda a Lourdes. Allí hay muchos más peregrinos que aquí, pero aquí sobre todo lo bonito y lo hermoso es el silencio que hay. Das kann man wirklich sagen, der Glaube fällt in Caravaca leichter. Pero sobre todo la fe en Caravaca la encontramos con más facilidad. Evangelium ist, ich brauch's nicht zu erklären, von den Emmaus-Jüngern die Rede. Von den Emmaus-Jüngern, Emmaus, die Jünger von Emmaus. Ah, en el Evangelio se mencionan los hermanos de Emmaus. Die beiden Jünger weg von Jerusalem, enttäuscht über den Tod Jesu, und Jesus, er gesellt sich zu ihnen als der unbekannte Weg, der heiliger Weg Begleiter. Das ist gleich mal zu lang. Allmächtiger und barmherziger Gott, wir sind dein Eigentum. Du hast uns in deine Hand geschrieben. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Seele und Leib geeindrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. In jenen Tagen ging Elia eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Kenntnis. Wir wollen die Strophen sehen von 100 und die Nummer 62, die Nummer 62. Die 1 und 5. Dass sie die tiefe Glaubensfreude erfahren dürfen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Und auch beten für alle Kranken, für alle Menschen, die keine Hoffnung mehr in ihrem Leben sehen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir wollen beten, auch in besonderer Weise, für unsere lieben Verstorbenen. Welch das Licht aufgeleuchtet,
das unserem irdischen Leben den Weg weist. Lass uns in der Feier seines Opfers das göttliche Leben empfangen, damit wir selbst Licht werden für die Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben, denn deine Vorsehung waltet über jeder Zeit. In deiner Weisheit und Allmacht führst du das Steuer der Kirche und stärkst sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. In ihm kann sie alle Zeit auf deine Hilfe vertrauen, in Not und Bedrängnis zu dir rufen und in Tagen der Freude dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir dich. Sende herab deinen Geist auf diese Gaben und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus und unser Bischof José Manuel und alle Bischöfen, mit unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Die du in deiner Gnade zu dir gerufen hast, dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit allen, wir wollen besonders auch beten, mit der heiligen Helena, mit dem heiligen Johannes vom Kreuz, dem Tagesheiligen, heiligen Florian, und mit allen,
die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes aller Herrlichkeit und Ehren, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Es ist nach europäischer Winterzeit, jetzt gerade 12 Uhr, wollen wir denn noch den, nicht das Engel des Herrn beten, der wird jetzt nicht gebetet, sondern das Regina Tschüli. Wir haben natürlich 1 Uhr, aber nach mitteleuropäischer Winterzeit ist es normal jetzt erst 12 Uhr. Deswegen können wir ruhig das Regina Tschüli noch beten. Freu dich, du Himmelskönigin. Halleluja. Denn du Gott für uns, Maria. Halleluja. Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria. Halleluja. Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Lassen uns beten. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch seine freudige Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ein herzliches Dankeschön, unserem Pilgerchor.